Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute gibt es mal ein ganz kurzes Video, ein Lightroom-Quick-Tipp, wie du bei der Auswahl deiner Fotos schneller werden kannst. Viel Spaß! Ja, vielleicht kennst du es ja selber, wenn du zum Beispiel Hochzeiten fotografierst oder irgendwas, was sehr, sehr viele Bilder beansprucht, dann ist die Auswahl später in Lightroom sehr, sehr zeitintensiv. Ja, also ich muss dann immer durchgehen und vielleicht ein paar tausend Bilder sogar durchklicken und da dann ein bestimmtes Wertesystem einführen. Zum Beispiel mit den Sternen oder auch mit den Flaggen und so weiter. Das ist völlig egal, völlig irrelevant jetzt für dieses Video. Das Problem ist jetzt, ich klicke jetzt hier zum Beispiel mit der Pfeiltaste hier mal so durch die Bilder durch und vergebe dann in meinem Fall immer Sterne. Ja, also dieses Bild kriegt zum Beispiel jetzt mal einen Stern. Das nächste Bild, ja, kriegt auch einen Stern und das Bild kriegt auch einen Stern. So, das Problem ist, ich muss jetzt hier immer einmal auf die 1 klicken, damit ich einen Stern vergebe und dann muss ich immer wieder auf die Pfeiltaste klicken, um aufs nächste Bild zu kommen. Und an dieser Stelle kann man das Ganze ein bisschen beschleunigen, denn ich kann hier oben auf Menü gehen, Foto und dann sagen, automatisch weiterschalten. Und was jetzt passiert, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal dem Bild nochmal 2 Sterne gebe, dann switcht das Ganze automatisch auf das nächste Bild um und ich muss nicht mehr die Pfeiltaste hier klicken. Das mag jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen, ja, wenig erscheinen so für ein ganzes Video als Quick-Tipp, aber es spart am Ende doch eine ganze Menge Zeit. Denn wenn du mehrere hundert Bilder machst und die alle durchklickern musst, dann sparst du ja auch einfach mal ein paar hundert Klicks, die du machen musst. Und das ist dann am Ende schon ganz witzig und auch ganz cool, das so anzuwenden. Also, das war nun mal ein ganz kurzer Tipp am Rande. Und wenn du ihn nutzen willst, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du dem ganzen Video einen Daumen nach oben gibst. Du kannst es auch mit deinen Freunden teilen, die vielleicht das gleiche Problem haben und daran interessiert sind. Ansonsten natürlich wie immer den Kanal abonnieren, auf meinem Online-Store mal vorbeischauen. Da gibt es Videotrainings, da gibt es Workshops und so weiter. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.